Hallöchen zusammen, ein weiteres Video hier aus den Bergen in Norwegen. Und zwar weiß ich gerade gar nicht, wie es heißt, wo ich bin, aber ist ja auch egal. Vielleicht füge ich es ein, vielleicht auch nicht. Aber das ist hier so der kleine Rundumblick. Die ersten Schafe sind auch da. Ihr hört sie, da kommt sie ins Bild, die kleine Wollmaus. Und da ist ein leichter Wasserlauf den Berg runter. Aber ein Stückchen weiter in die Richtung ist ein kleiner Wasserfall. Und da möchte ich jetzt auf jeden Fall hingehen. Weil da hat es mich ja letztes Jahr schon so nach gedürstet, diese Wasserfälle zu sehen. Und das war so trocken, dass es keine gab. Deswegen freue ich mich dieses Jahr umso mehr. Und dieser Anblick hier Richtung Straße hat doch schon ein bisschen was von der Atlantikstraße, oder? Was meint ihr? Ich finde es gerade wunderschön. Und wie ihr seht, es ist auch nicht wirklich viel los. Klar, wir haben Anfang August. Ja, es ist kalt hier oben. Ich habe meine dünne Daunenjacke an. Aber trotzdem kurze Hose und Wanderschuhe. Das muss reichen. Wobei der Wind wirklich eisig ist. Also das kann man nicht leugnen. Hier sind so ein, zwei kleine Häuser noch. Welches mir besonders gut gefällt, ist dort das kleine Rote. Ich zoome auch mal wieder ein bisschen. Da kann man schon erkennen, da brauche ich gar nicht weiter zoomen. Ne? Dann ist der Hintergrund auch noch schön. Ja, ich würde sagen, jetzt geht's rüber zum Wasserfall. Alleine der Weg hier entlang der Straße mit dieser Aussicht, das ist schon so wunderschön. Und dort kann man das erste Mal, glaube ich, den Wasserfall jetzt auch erkennen. Ich zoome das Ganze mal. Ja, da seht ihr ihn schon. Und da möchte ich jetzt hin. Ist doch schon mal ein Anfang. Das ist so schön, hier durchzugehen. Man muss nur aufpassen, wo man hintritt, da hier auch überall mal Wasser zwischendurch ist. Aber es ist wunderschön. Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Und mein Ziel erreiche ich dann im Dunkeln, aber das ist auch nicht dramatisch. Schaut euch mal diese Wasserqualität an. Und das kommt von da oben. Nur eben hier rüber hüpfen. So, mittlerweile stehe ich in diesem Auslauf von dem Wasserfall und gehe jetzt hier im Grunde im Wasserfall hoch. In der Hoffnung, trotz der Sonne ein gutes Bild hinzukriegen für euch. Und zwar sieht das Ganze erstmal so aus jetzt. Und es blendet arg. Ich versuche das Ganze jetzt mal hier bei dem Kleinen schon mal aus dem Schatten zu filmen. Ich knie an so einer Felskante und dann gleich den Rest. Ja, kleines Stück höher. Nächste kleine Wasserstufe. Und wenn ich so von der Seite filme, dann geht es auch mit der Sonne einigermaßen. Ich finde es unheimlich faszinierend. Aber was mich jedes Mal überrascht, wie anstrengend das hier hochgeht. Das sieht von unten immer so einfach aus. So, ich bin oben. Stehe im Schatten, um das Ganze filmen zu können. Wunderschön. Und hier vorne liegt noch so ein, wie nennt man das, Schneebrett? Auf jeden Fall ein Rest Schnee. Oh, das hat sich gelohnt, definitiv. Bin ein bisschen außer Atem. Auch erst wieder dran gewöhnen, irgendwo hoch zu kraxeln. Aber ist das nicht schön? Falls es irgendeinen stört, dass die Kamera wackelt, die Schwenks zu schnell sind, schreibt es mir nicht mehr bitte. Ich werde bei der Kamera bleiben. Ist nett und lieb gemeint. Bin auch immer für konstruktive Kritik zu haben, aber mir reicht das so.
Und wenn ich die Kamera jetzt drehe, ist der Wasserfall sogar ganz drauf. Ich weiß nicht, wie sich das nachher im Video verhält, aber wir werden es sehen. Und hier noch einmal so ein kleiner Rundumblick. Wie auch schon letztes Jahr bin ich total geflasht von Norwegen. Ich kann es nicht anders sagen. Woran auch immer es liegen mag, es ist wahrscheinlich diese Natur und dieser... Darf man Frieden sagen? Es ist unheimlich friedlich und das macht's aus. Und auch wie letztes Jahr, ich bummel hier rum, aber es ist ja auch Urlaub. Und was ich schaffe von meinem vorgenommenen Plan, schaffe ich. Und was nicht, das nicht, das gibt's dann nächstes Mal. Ja, ich würde sagen, mit dieser herrlichen Aussicht war es das wieder für dieses Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich bin schwer begeistert, muss ich sagen. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Markus.